Guten Morgen zusammen. Für uns gibt es jetzt Frühstück. Hast du gut geschlafen? Ja, ein bisschen Kopfschmerzen, aber jetzt geht's. Oh, ja, okay. Der Wetterwechsel, weil Sonne. Da ist blauer Himmel und Sonne tatsächlich. Die Wiesen sind grün und ist nicht alles grau. Und alles nur, weil ich ein Ei esse. Du hast jeden Tag ein Ei gegessen. Ja, schön. Kaffee? Auch Kaffee? Es gibt Lachs. Ja, es gibt lecker Lachs. Dankeschön. Für uns gibt es keinen Schwarzwaldurlaub ohne einen Besuch auf dem Kandl. Und jetzt nach 5 Tagen, die wir schon hier sind, ist es endlich soweit. Das Wetter ist schön, also wir sitzen auch tatsächlich mit T-Shirt hier und nicht mit dicker Jacke. Und wir werden jetzt auf den Kandl fahren und da einen kleinen Rundweg gehen. Also genau, den Gipfelrundweg. Wir werden aber auf jeden Fall eine Jacke mitholen, weil auf dem Kandl kann man so 7 bis 8 Grad weniger rechnen als hier. Und hier haben wir gerade 22. Nee, die haben wir noch nicht. 18, 19 Grad. In der Sonne sind es halt mehr. 25 sollen es werden. 25 sollen es heute werden, genau. Und dann werden es auf dem Kandl dann ja zwischen 15 und 18 Grad sein. Vermute ich mal so in etwa. Auf jeden Fall geht es jetzt los und ich freue mich auch schon drauf. Du auch, Amy? Freust du dich auch? Ja? Die Freude ist ihr anzusehen. Ja, auf halber Höhe sind wir. Das ist die Geißfelsen A Rohrauerhütte. Es geht noch viel weiter hoch, aber auch hier die Aussicht über den Hugenwald in die Rheinebene ist auch hier schon phänomenal. Auch von dieser Hütte schon eine wunderschöne Aussicht hier über den Hugenwald, über die Hügel des Hugenwaldes, in die Rheinebene Richtung Freiburg, Denzlingen, Buchholz. Und ganz blass hinter diesen Hochfeldern, ich weiß nicht, ob die Kamera das noch drauf kriegt, weil ich sehe es gerade nicht, weil es so blendet, da fangen die Vogesen an. Und wenn wir jetzt gleich auf dem Kandl sind, noch ein bisschen weiter südlich schwenken, wenn wir Glück haben, können wir auch die Schweizer Alpen sehen. Aber hier sind wir ja noch nicht ganz oben, es geht noch viel weiter rauf. Und die Geißfelsenhütte, meine Frau hat Neuigkeiten, wenn ich sie denn finde. Denn wir müssen korrigieren. Ich habe gerade gesagt, meine Frau hat Neuigkeiten, aber sie war nicht mehr da. Nee, ich war gerade im Mittelpunkt. Wir müssen uns korrigieren. Die Hütte ist tatsächlich noch geöffnet. Samstags und Sonntags, Öffnungszeiten stehen da. Und es gibt sogar ein Hüttenfest jetzt im Juli. Oh. Nee, im September, 7.9. Nicht 9.7. 7.9. Im September gibt es ein Hüttenfest. Ja, und ich habe auch falsch geschätzt. Auch das muss man korrigieren. Ich habe so geschätzt, so circa 800 bis 900 Meter, 780 Meter ist diese Hütte jetzt hoch. Und auf 1243 Meter geht es jetzt noch weiter. Mhm. Also, ich habe auch gerade schon erwähnt, ein bisschen Glück, je nachdem wie klar es ist, können wir Richtung Vogesen und Schweizer Alpen gucken. Lass uns mal überraschen gleich. Auf zum Kandl! So, wir schwenken mal runter nach Waldkirch vom Kandl aus.
auf die Kastelburg. Ja, unterhalb des Kandelgipfels, schätze ich mal hier so auf 1200 Metern rum. Da oben ist die Gipfelpyramide, 1243 Meter, gehen wir gleich noch hoch. Und es ist unglaublich kompliziert zu filmen gerade, weil durch den Sonnenstand schwer was auszumachen ist auf meinem Display. Um kurz vor 12. So, ich gucke jetzt durch den... Wie nennt man es? Sucher? Durch den Sucher und nicht mehr übers Display. Und jetzt sieht man, jetzt sieht das toll aus. So, und jetzt sehen wir hier unten den Uchenwald auf einer ganz anderen Position von oben nach unten. Denzlingen, Buchholz, ganz hinten die Höhenzüge der Vogesen, ganz hinten im Hintergrund. Kaum wahrnehmbar, ist auch ein bisschen diesig. Und dann gehen die Schärfen auch raus. Ja, also wir haben jetzt so 15 Grad. Vorhin hatten wir auf jeden Fall 15. Und das fühlt sich in der Sonne allerdings deutlich wärmer an. Ja, es ist okay. Und wie gesagt, im Tal heute sollen es 25 werden. Dann kommt man hier oben wahrscheinlich so auf 17, 18. Ja. Höchsttemperatur. Genau, aber wir haben auch schon mal vor Jahren hier in einem Schneefeld gestanden. Das ist immer Anfang Juni war das. Genau, und da lag einfach Schnee und wir mit unseren halben Sommerklamotten. Ah ja, da haben wir es doch dieses Jahr noch gut erwischt. Jo Leute! Ich bin's, die Stimme vom Band. Ja, mich gibt's wirklich. So selten vor der Kamera stehe. Ja. So. Und wir sind jetzt auch schon über 200 Meter gelaufen. Ich würde sagen, das ist Zeit für die erste Rast. Auf jeden Fall. Da war die rote Bremse an der Hütte. Ich habe einen Fleck hinterlassen. Die sticht schon mal nicht mehr.
So, nachdem man Richtung Süden eine phänomenal gute Aussicht heute hatte, Richtung Feldberg und in die Schweizer Alpen rein, ist es Richtung Vogesen und Rheintal hier runter sehr diesig. Aber in die andere Richtung Süden ist wirklich eine extrem tolle Fernsicht. Abstieg vom Kandelgipfel. Aber der Regen hat den Wanderwegen ganz schön zugesetzt hier. Da sind ganz schöne Furchen drin. Ein lieber Mann. Es sind auch ganz viele Abhänge gerutscht. Ja, ist viel gerutscht. Lässt sich jetzt nicht angenehm laufen. Und nochmal Blick auf den Bällchen, 1414 Meter hoch. Dazu haben wir auch jede Menge Videos. Verlinken wir euch. Ja, wir werden uns jetzt hier ein bisschen kürzer fassen. Wir haben ja schon so viele Filme gedreht über den Kandel. Und ja, im Endeffekt ist es ja doch immer das Gleiche. Und deswegen werden wir jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen. Schaut euch unsere Videos zum Kandel an aus den letzten Jahren. Findet ihr in unserer Playlist die schönsten Urlaubsregionen. Und da sind dann auch Sachen, die sind ausführlicher. Wir haben auch jetzt vor kurzem ein Video hochgeladen, Kandelberg der Kräfte. Da kann man auch nochmal ausführlich gucken. Das Einzige, was sich da auf den Videos verändert hat, ist, dass wir jünger sind. Ja, und eben an die alten Sachen, ne? Kandelberghof, ja, genau, der nicht mehr existiert. Und sind halt ein paar Sachen so. Aber wie gesagt, dafür haben wir spezielle Videos.
gerade den Fußball-Livestreams, Verlängerung. Verlängerung im Viertelfinale? Ja, wir haben kurz vor acht. Es ist Verlängerung im Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen die Sehr umkämpftes Spiel. Du Süße. Wenn du hier rüber möchtest. Dann habe ich gesagt, ja, also alter deutscher Landadel, sage ich so scherz, Kriegsland, Hochadel. Aber mal gucken, was auf der Oder ist, wie immer. Meistens esse ich Oder, meistens kein Fleisch. Eigentlich nie. Ist Oder schlecht oder? Wird schwierig für dich. Wieso? Weil ich nicht will. Wieso? Für mich ist tipptopp. Ich hole. Das ist ja auch Wetter, wenn okay. Ich nehm's nicht, oder? Wie? Wie steht es? Du hast Fußball vergessen. Du hast Fußball vergessen. 1-1. Hallo? Über Essen hat er Fußball vergessen. 1-1. Essen überwiegt immer noch alles. Die allabendliche Routine. Oh, ich glaube, ich habe Sonnenbrand, oder? Ein bisschen, ja, ein bisschen am Nacken. Oh. Nicht so viel wie ich. Wo habe ich den denn hier? Du hast den ja in dem Gesicht. Du bist süß, Maus. Schönes Wetter. Eva ist so angespannt, dass sie sogar nicht auf ihr schönes Sorbet achtet. Sieht gut aus. Sekt mit Sorbet. Lecker. Lecker. Das ist Mango, oder? Fruchtsorbet. Sorbet mit Sekt. Ja, Mango-Sorbet, lecker. Jetzt hängt er wieder. Ich mach nochmal aktuell, ja? Nein. Spanien? Ja. Cool. Scheiße. Ähmchen, was ist denn los? Ja, das ist sehr, 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 sehr kuschelbedürftig. Eben schon. Ja, so körperlich. Deutschland hat verloren. Ist es das? Weißt du, letzte Minute und Spanien schießt noch ein Tor. Es ja, und Amy ist deprimiert. Meine Nerven sind im Eimer. Danach habe ich ausgemacht. Ging nicht mehr. Oh, Hauptspeise ist da. Guten Appetit. Guten Appetit. Sehr lecker. Wie immer. Es ist Dessert-Time. Weg mit der Sahne. Komm mal her, nimm mal deinen Teller. Es gibt so ein Dessert, was war es? Vanille-Eis mit heißen Kirschen, aber seht ihr immer. Vanille-Eis mit heißen Kirschen. Die machen es ja vorher rein. Vanille-Eis mit heißen Kirschen. Deshalb ist es ja nicht egal, was ich sage. Und die Sahne meiner Frau, die mag das. Ich schon. Bockwurst. Der Dessert hat gemundet. Hat der Dessert gemundet? Jawohl.
Die Lämpchen sind an. Die Lämpchen. Beide haben wir unser Westchen an. Das ist jetzt doch etwas frischer geworden. Na, wir haben schon 9 Uhr durch. Ja, es geht auf 9:30 zu. Und der abendliche Absacker, eine Tasse Kaffee mit einem Obstler. Ich würde noch mal ebenfalls einen Obstler trinken, aber nach meiner Gallen-OP geht das noch nicht. Tit? Also guten Appetit. Stimmt das, Amy? Willst du ein Obstlerchen schlürfen? Nein, nein, nein. Obstlerchen sind nicht so kleine Runde. Und jetzt sage ich nur, Isolotto. Ja, wer kommt denn da? Da kommt die Amy. Unter der neuen Lampe. Wer kommt denn da? Ja! Hier, wupp rein! Das ist aber reingestimmt. Zimmer 16. Baby! Ich hab die Fotos abgedreht.